Ja, noch kein neues, also noch kein aufgebraucht Video in der neuen Wohnung, aber das wird noch. Dabei müsst ihr noch den alten Hintergrund ertragen, bis ich in der neuen Wohnung bin. So, es geht um meinen Beauty-Müll und wir fangen auch gleich einmal an. So, Dali. Ich habe eine Seife leer gemacht. Das war von Aveo, die Cremeseife Früchtezauber. Das wird mal wieder was. War ganz okay, aber hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker gehauen. Ich habe jetzt eine andere Seife in Verwendung von Palmolive, glaube ich, so eine Schaumseife, die ist mega. Aber die, ich finde die Aveo ehrlich gesagt nicht mehr so gut. Sie sind günstig, aber ich finde sie ehrlich gesagt nicht mehr so gut. Das kennt ihr eh schon auswendig. Meine Lip Patch Kokos habe ich wieder aufgebraucht. Die liebe ich ja sowieso. Auch die Lip Patch von Action habe ich auch wieder aufgebraucht. Habe ich Gott sei Dank noch sehr viele Backups, obwohl bin mir nicht so sicher, ob ich Gott sei Dank sagen soll, wenn ich alles tragen muss. von Action auch, ich mit meinen Ä. Vom Action habe ich auch die Augenpads wieder aufgebraucht. Ich liebe die. Also ich habe die ja gebunkert, wirklich gebunkert, was ja mega gestört ist. Weil ich die eine Zeit lang bei den Action nicht bei keinen Action gefunden habe. Und deswegen habe ich sie mir jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, gebunkert. Und jetzt habe ich natürlich einen Haufen voll davon. Aber egal. Von Cadea Vera, die Feuchtigkeits-Augenpads habe ich auch leer gemacht. Mag ich auch, die kennt sie ja eh auch von mir. Das sind ja die aus dem Standardsortiment, die finde ich auch sehr gut. Endlich, endlich, ich kann dieses Ding nicht leiden. Das war ein Rasiergel von Balea, von dieser Sommer Limited Edition vom letzten Jahr. Ganz furchtbar. Das Ding hat nicht geschäumt, es hat zwar gut gerochen, aber das war nichts. Das war wirklich wie ein Gel, also das mochte ich überhaupt nicht. Würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Ich wollte mir eigentlich diese Kokosvariante kaufen, die es jetzt da hätte geben sollen. Aber lasse ich, weil ich fand das gar nicht gut. Also ich brauche einen Schaum auf meinen Beinen, damit ich mich rasieren kann. Nur so ein Gel bringt bei mir nichts. Ich habe so viele Stellen immer vergessen zu rasieren. Würde ich mir nicht niemals nachkaufen. Ich habe leer gemacht die kleine Meridol Mundspülung. Ich glaube, die habe ich mitgehabt für einen Urlaub. Oder wollte ich einen Urlaub benutzen in Bad Ischl und Budapest. Habe ich aber dann vergessen. Habe ich aber jetzt aufgebraucht. Kaufe ich mir immer dazwischen nach. Ich habe hier technische Schwierigkeiten. Eine Bodybutter habe ich aufgebraucht. Das ist die Moringa Body Butter von The Body Shop. Ich liebe die. Wie ich die in Stefan in der Verpackung gezeigt habe, hat sie ihm nicht gefallen. Ich habe sie oben gehabt, weil ich mich ja damit eingecremt habe. Da hat sie ihn komischerweise wieder gefallen. Ich habe die geliebt. Ich liebe die noch immer. Ich mochte die ja immer schon. Ich weiß aber nicht, ob sie noch gibt. Ich bilde mir ein, dass die aus dem Sortiment gegangen ist, aber ich hoffe es mal nicht. Die kennt sie ja eh schon in- und auswendig. Meine Reinigungstücher habe ich aufgebraucht, was ich immer für den Schminktisch benutze. Dann habe ich einen riesengroßen Badezusatz noch aufgebraucht, Gott sei Dank. Von Hofer-Wade, den hat mir eine Freundin geschenkt, weil sie mag das nicht so gerne. Also die verwendet lieber andere Sachen und ich habe den aufgebraucht. Ich fand ihn okay, er war jetzt nicht schlecht. Aber brauche ich in Zukunft ja nicht mehr. Dann habe ich von The Cream Shop, glaube ich, war die, eine Maske aufgebraucht. Die war gut, aber sie war auch schon ein bisschen trocken, habe ich das Gefühl. Nicht so trocken wie die Pfirsich, aber die war auch schon relativ trocken. Ich werde jetzt mal alle, die ich habe von dieser Marke, nach der Reihe verbrauchen, weil das, ich habe Angst, dass die mir nicht kippen, aber dass die halt, oder sie haben von Haus aus zu wenig Flüssigkeit in diese Masken rein dann. Das kann natürlich auch sein, aber ich mochte die früher so gerne. Ich glaube, das war auch leider meine letzte Ananas. Aber was soll ich machen? Eine Probe habe ich leer gemacht. Das war eher so wie ein Make-up. Das habe ich noch. Erst habe ich es als Tagespflege verwendet, dann habe ich aber gesehen, das ist so eine gedönte Pflege. Beziehungsweise eher für mich war es ein Make-up. Das hat auch einen Lichtschutzfaktor von 40 gehabt. Ich fand es nicht schlecht, aber ich würde mir das ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Ich habe so viele Make-ups, ich muss das mal alles verbrauchen. So, Badezusätze. Ich hab den Arzt gefragt, weil ich ja die OP habe. Habe ich den Arzt gefragt und ich darf leider keine Badezusätze mehr verwenden. Deswegen habe ich alle Badezusätze vorher noch verwendet, so gut es halt ging, weil im nächsten Monat werdet ihr leider keine sehen, weil ich darf keine verwenden. Ich habe gefragt. Also habe ich so gut es geht alles Mögliche benutzt, was ich in meinem Backup-Schrank gefunden habe. Ich habe mir auch den Cookie Kiss neu gekauft und habe den einmal nur leider verbraucht. Ich habe dann noch zwei Backups leider.
Aber den habe ich aufgebraucht, den fand ich okay. Also gut fand ich ihn jetzt nicht, er war okay. Ich habe mir mehr davon erwartet, wenn ich ehrlich sein soll. Also so berauschend finde ich ihn nicht. Aber ich finde die Verpackung süß. Aber extrem bunkermäßig muss ich ihn mir nicht. Das war kein deutscher Satz. Ich muss ihn mir nicht bunkern. So. Eine Zahncreme habe ich leer gemacht, endlich. Irgendwie habe ich 3 verschiedene im Badezimmer angefangen gehabt. Und weil mein zukünftiges Badezimmer in der neuen Wohnung ja doch kleiner ist, versuche ich alles Mögliche aufzubrauchen. Auch Duschgel und so, was ich gerade im Badezimmer stehen habe, im aktuellen noch. Damit ich im neuen nicht so viel rumstehen habe, weil ich noch nicht weiß, wie ich das meinen Platz regel. So, die habe ich auch aufgebraucht. Die war gut. Ich habe auch Gott sei Dank noch ein paar Backups, weil ich glaube, die gibt es nicht mehr. Weil beim Bieber, das haben die Deutschen ja leider nicht das Geschäft, ist die um 2 Euro auch reduziert. So, dann habe ich eine Make-up-Probe von Misha aufgebraucht. Die war mir viel zu dunkel und ich mochte das Ding überhaupt nicht. Also das war überhaupt nicht mein Ding. Da mag ich die von Shiseido, die ich jetzt gerade, ich habe die auch gerade aktuell wieder drauf. Die finde ich viel besser als das. Also das würde ich mir ehrlich gesagt nicht kaufen. Das war eine falsche Farbe. Es hat, wenn ich dann Puder drüber gegeben habe, hat man das richtig gesehen und es hat so trocken gewirkt auf meine Haut. Also fand ich überhaupt nicht schön. Fand ich wirklich nicht schön. Also das Hautbild war schrecklich. Es hat ausgesehen, als hätte ich so eine trockene Maske auf meinem Gesicht. Also ganz furchtbar. Fand ich nicht schön. Eine Badebombe habe ich leer gemacht. Das war auch leider, glaube ich, meine letzte von The Body Shop, weil die hat so gut gerochen. Ich finde es schade, dass die aus dem Sortiment ging. Boah, die hat so geil gerochen. Das war ein Stern. Mochte ich wirklich gerne, aber gibt es leider nicht mehr. Leider, weil die fand ich wirklich gut, die Badebombe. Eine Schäbensmaske habe ich leer gemacht. Die sieht so aus. Fand ich okay, hat mich jetzt aber auch nicht vom Hocker gehauen. Also ich habe die jetzt wieder in der Zeit, wo ich dauernd Pickel gehabt habe, habe ich die verwendet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie geholfen hat, aber sie war okay. Aber ich glaube, nachkaufen würde ich sie mir nicht. Dann habe ich noch von Balea die Tuchmaske Juicy Melon und die liebe ich ja. Ich meine, jetzt da ist nicht mehr so die Jahreszeit, es ist alles schon bunt draußen und richtig herbstlich, deswegen ich habe sicher noch ein paar Sommersachen, die was jetzt dann im Oktober, glaube ich, leer werden, aber ich will ehrlich gesagt schon so winterherbstliche Sachen, auch Duschgelmasken, ich will eher die winterlichen benutzen, aber die war trotzdem sehr, sehr gut. Ein Peeling habe ich leer gemacht von Terra Naturi. Das war Gott sei Dank mein letztes. Ich habe mir das damals gebunkert bis zum Umfallen. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Das war von Terra Naturi das Kaffee Kokos Body Scrub. Ich mochte es nach... Ich habe noch 2 gehabt und ab dem vorletzten habe ich mal so gedacht so... Was fand ich denn daran so gut? Die Peelingkörner waren viel zu grob. Das hat eine Weile gebraucht, bis du das vom Körper wieder runterkriegst, dass man, wenn man komplett braun war wegen diesem Kaffee-Peeling. Der Geruch war dann auch nicht mehr so mein Fall. Also ich bin froh, dass ich mir damals nicht noch mehr gebunkert habe. Da bin ich wirklich froh drüber. Ich bin stolz auf mich, dass ich es jetzt leer gemacht habe. Ich kann, wie gesagt, nicht mehr so viele Produkte gleichzeitig anfangen. Deswegen habe ich jetzt gerade in Verwendung das Collister Peeling. Ihr wisst ja, das liebe ich. Und ich habe noch sehr viel Zeug. Also nachkaufen ist dabei nicht. Aber das finde ich nicht mehr so gut. Und ich bin froh, dass es das nicht mehr gibt und dass ich keine Backups mehr habe. Dann haben wir, sage ich jetzt mal, ein Terra Naturi Shampoo aufgebraucht, was ich ja sehr gerne verwende. Das benutze ich eher so zwischendurch mal, weil ich habe jetzt gerade heute mir auch mit dem Nature Box, mit dem Olivenöl, glaube ich ist das, die Haare gewaschen und ich liebe dieses Shampoo. Das macht meine Haare wieder viel, viel schöner und ich glaube, meine Haare halten noch länger wieder durch mit den Fetten, was ich jetzt euch eh schon in fast jedem aufgebraucht Video voll jammer. Aber das habe ich trotzdem noch ein paar Backups, weil das wird der Stefan einfach weiterverwenden und ich zwischendurch. Weil ich finde das trotzdem immer noch ein sehr gutes Shampoo. Ich darf es halt nicht so oft verwenden, weil dann werden meine Haare am selben Tag dann richtig fettig und widerlich. Keine Ahnung, woran das liegt. Augenpads von, nein, Lippenpatch habe ich auch von Yuti verwendet. Ich habe aber den Trick angewendet, den die Chiquita Place heißt sie, also ich weiß nur, ihr Vorname ist Nicole und ihr YouTube-Kanal ist Chiquita's Place, immer verwende. Ich habe das auf die Stirn benutzt, weil das letzte Lip Patch von Yuti fand ich ja nicht gut und deswegen habe ich das einfach für die Stirn verwendet. Die Yuti würde ich mir auch ehrlich gesagt nicht mehr nachkaufen. Ein Badezusatz habe ich leer, den Dresdner Essenz Dreckspatzbad. Ich liebe diese Badezusätze wegen dem Namen, ich finde das Dreckspatz so niedlich. Ist eigentlich ein Kinderbadezusatz, aber ich fand den gut. Den fand ich wirklich gut. So, was haben wir dann noch? Von
Trakel oder Trestle Moon habe ich noch den Grapefruit einmal aufgebraucht. Die gibt es ja leider nicht mehr, aber sie haben jetzt wieder aktuell andere Winterdüfte. Den fand ich auch gut. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar. Mal schauen, was ich dann damit mache, wenn ich keine Badewanne mehr habe. Aber ja, das habe ich auch noch aufgebraucht. Das war auch noch ein Sommerüberbleibsel, wenn man das jetzt so nennen kann. Das ist dieses After Sun Cooling Duschgel. Ich habe es jetzt schon gemerkt, dass jetzt schon Herbst ist, weil ich habe das dann verwendet am Abend und dann war mir doch kalt. Und ich habe mir so gedacht, oh okay, ich glaube jetzt fängt schon der Herbst an. Ich habe es aber noch mutig aufgebraucht und ich habe ja das andere noch für nächstes Jahr. Das von der Herrenserie, glaube ich, ist das. Aber ich würde mir das nächstes Jahr im Sommer auf jeden Fall wieder kaufen. Von dem habe ich eine richtige Liebe entwickelt. Das ist mit meiner Hitzewallung in Kombi mit dem war das perfekt. Das hat wirklich gut geholfen. So, noch einmal Hydrogel Augenpatch habe ich aufgebraucht von Cathea Vera. Das ist ja die alte Variante. So in der Form gibt es das nicht mehr. Aber die, was ich euch vorher gezeigt habe von Cathea Vera, sind die Nachfolger und ich finde beide gut. So, dann habe ich noch einmal ein Lip Patch aufgebraucht. Die Kirsche, die kennt ihr auch. Eigentlich ist das auch so ein Sommerding, oder? Ich überlege, ob ich die nicht eher für den Sommer aufbewahre, weil ich hoffe, dass doch ein Winteraufsteller kommen wird von den Masken von Cathea Vera. Ich hoffe, ich verpasse den auch nicht, aber okay. So, Vitamin C Duchmaske von Schebens habe ich auch aufgebraucht. Die war gar nicht schlecht, muss ich sagen. Die habe ich, glaube ich, zum Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen. Die fand ich wirklich gut. Aber ich habe zu viele Masken. Ich darf aktuell nichts mehr kaufen. So, dann habe ich noch einen Duschschaum von Aveo. Den fand ich nur so semi-gut, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin zu verwöhnt von den Rituals Duschschäumen. Seit ich die Rituals habe, gefällt mir kein anderer mehr. Und der war okay für den Preis, sage ich jetzt einmal, so für zwischendurch. Aber nachkaufen würde ich mir ehrlich gesagt nicht. Dann kaufe ich mal lieber einen teuren nach und habe mehr davon. So, eine Reinigung habe ich von Clarins aufgebraucht und auch mein Gesichtswasser ist leer worden. Das habe ich jetzt noch in Original im Badezimmer stehen, das ist aber so riesengroß. Und mein Problem ist, der Platz dann im neuen Badezimmer. Aber ich glaube, das hört sich 100 Mal in dem Video. Aber das fand ich gut. Ich finde auch den Vorgänger gut, den ich jetzt noch aktuell habe. Ich glaube, ich habe einen Gesichtswasserersatz gefunden. Also die von Clarins finde ich jetzt nicht schlecht. Nur das ist mir ein bisschen zu reichhaltig. Ich glaube, ich brauche ein anderes. Auch das andere ist mir ein bisschen zu reichhaltig. Ich meine, im Winter passt, aber im Sommer brauche ich irgendwie was anderes. So. McLaren's Reinigung habe ich aufgebraucht. Die war echt gut. Also die fand ich wirklich Bombe. Ich weiß gar nicht, ob ich sie aufgeschnitten habe. Ja, natürlich. Die habe ich sogar aufgeschnitten. Die fand ich sehr, sehr gut. Wenn ich nicht so viele andere Sachen hätte, würde ich mir die nachkaufen. Versucht mal eine Probe irgendwo abzuschnorren. Ich fand die wirklich, wirklich gut. Und hätte ich nicht so viel und würde ich nicht die von Corre so gern mögen, würde ich mir die auf jeden Fall mal nachkaufen. Aber schauen wir mal. Vielleicht irgendwann einmal. Die zeige ich euch noch ganz kurz nur. Die hat der Stefan aufgebraucht. Zweimal sein Deo ist leer worden. Er benutzt nur das. Ja. Und einmal habe ich es ihm sogar nachgekauft. Da gab es so eine Zweier-Aktion. Er benutzt nur das Deo. Ich habe noch eine Mike Laurence Probe aufgebraucht. Ich versuche so gerade meine Proben leer zu machen. Das war die Augencreme von Mike Laurence, die habe ich auch aufgeschnitten, aber ich fand sie leider nicht so gut. Ich glaube, dass da meine Haut einfach schon zu alt ist. Sagen wir einfach, wie es ist. Meine Haut ist dafür schon zu alt. Für jüngere Mädels, die so nur Feuchtigkeit brauchen und die jetzt noch nichts mit Anti-Aging zu tun haben, finde ich die gut, aber für mich war die eindeutig viel zu wenig. Ich würde sie mir nicht nachkaufen. Drei Badezusätze habe ich noch leer. Einmal den Terra Naturi Badezusatz. Und zweimal den You Are My Otter Hair. Den finde ich ja mega geil. Der ist der beste überhaupt. Also den habe ich wirklich, deswegen habe ich ihn gleich zweimal verwendet. Also den finde ich mega gut. Dann habe ich eine Reinigung leer gemacht. Da habe ich jetzt nur das da aufgehoben. Aber hier hinten seht ihr, wie die Reinigung ausgeschaut hat. Das habe ich, glaube ich, von der Vivi oder so bekommen. Ich fand die ganz okay, aber ist jetzt nicht so gut wie die von Clarins oder von Corres. Würde ich jetzt nicht behaupten. Zwei Cathea Vera Ampullen habe ich aufgebraucht. Beide gibt es ja leider nicht mehr. Aber mag ich trotzdem noch sehr gern. Dann habe ich eine Dr. Kitzinger Creme aufgebraucht. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wie die war. Traurig genug ist das, aber ich glaube nicht, dass sie gut war, sonst würde ich mich daran erinnern. Meine heißgeliebte Lemon Cupcake Maske habe ich leer gemacht einmal.
Die liebe ich ja sowieso. Und noch einmal eine Lippenmaske habe ich aufgebraucht. Ich glaube, ich habe zweimal dieselbe jetzt verbraucht, wenn ich mich nicht irre. Aber egal. Ich habe ein Fahrduschgel leer gemacht und dem traue ich wirklich hinterher. Das war so gut, aber ich will keine mehr kaufen. Ich habe die so oft beim DM schon gesehen und beim Bieber und habe mir aber keines, glaube ich, mitgenommen bis jetzt. Nö, habe ich nicht. Ich bin stark geblieben und habe mir keins mitgenommen, weil das war auch so gut. Ich mochte ja eigentlich das Orangene viel lieber von dieser Limited Edition. Aber das in der Dusche, also in der Badewanne, war auch mega geil. Also die zwei Limited Editions waren mega. Und ich hätte mir das nie gedacht, weil das ist mit Rosenduft und Arganöl. Aber das war auch sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass ich die irgendwann einmal noch beim DM dann reduziert erwische. Weil bei Müller gibt es das bei mir nicht mehr, weil da habe ich die Reduzierten damals nicht mehr erwischt. Dann waren die anderen schneller als ich. Ein Peeling habe ich auch leer gemacht von Primark und ich kaufe mir keine Pflegeartikel mehr von Primark. Ich fand das so furchtbar vom Duft her. Das war dieses Disney Winnie the Pooh Honig Peeling. Ganz furchtbar. Also ich bin froh, dass ich es geschafft habe, leer zu machen. Würde ich mir nie mehr nachkaufen. Das war ja ganz schrecklich. Noch einmal ein Lip Patch von, also Lippenmaske von Action habe ich leer gemacht. Noch einmal den Grapefruit Badezusatz. Dann habe ich den Tropical Fantasy leer gemacht. Der war ja auch so süß. Der geht aber, glaube ich, auch aus dem Sortiment jetzt. Der war auch gut. Einmal Nose Stripes habe ich leer gemacht von Primark. Die fand ich aber nicht so gut. Werde ich mir nicht mehr nachkaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie noch mal gibt. Weil ich habe gar nicht nachgeschaut beim letzten Mal, wie ich dort war. Noch einmal den Terra Naturi Badezusatz habe ich leer gemacht. Ich habe wirklich ziemlich übertrieben mit Badezusätze. Und den Dreckspatz Badezusatz habe ich noch einmal leer gemacht. So, was haben wir dann noch? Ich habe dann noch ein Trockenshampoo leer gemacht von Garnier. Das mag ich ja. Das gibt es aber nur noch leider beim Bieber. Beim Müller ist das leider aus dem Sortiment gegangen. Ich habe aber Gott sei Dank noch ein paar Backups. Zum Glück, ne? Dann habe ich, das war auch sehr, sehr gut. Das war ein Shampoo von, ich kann die Marke nicht aussprechen hier. Das muss ich mir unbedingt aufheben, das darf ich nicht wegschmeißen. Das war so gut und ich überlege, ob ich mir das nachkaufe. Weil das hat meine Haare auch urschön gemacht. Der Conditioner war jetzt nichts für mich, aber das Shampoo, das musst du auch, der Conditioner musst du irgendwo drin noch rum. Ah, ich glaube, ich habe ihn. Ja, ich habe nämlich beides von Marionneau bekommen. Und ich fand beides gut, aber beim Conditioner haben meine Haare dann leider zu schnell nachgefettet. Aber das Shampoo, das fand ich mega. Das lege ich mal daher, weil das werde ich mal nachkaufen. Das war geil. Also jetzt nicht sofort, aber ich habe da so eine kleine Lade, wo ich immer meine Sachen reingebe, die ich unbedingt haben will. Und dann einmal schaue, ob ich mir das dann mal nachkaufe oder nicht. So, eine Tuchmaske habe ich noch leer gemacht von Cartier Vera. Die war auch gut. Noch einmal eine Ampulle habe ich leer gemacht. Und dann, die fand ich ganz schrecklich. Ah, na Blödsinn, das war ja nicht das, was so schlecht war. Irgendwann eine Pflege, glaube ich, habe ich benutzt, was katastrophal war. Und ich glaube, das war aber das, was gut war. Ich habe das von Marionneau auch bekommen letztens, die habt ihr, glaube ich, in irgendeinem Haul-Video gesehen, die Probe. Die fand ich gut. Aber ich habe so viel Gesichtspflege, deswegen nein. Dreimal habe ich auch von Cores die Creek Joghurt Gesichtspflege leer als Probe. Ich hoffe, man sieht das irgendwie. So, die mag ich ja mega. Das war kein deutscher Satz. Die finde ich ja mega und ich mag die so, so gern. Die Pflege ist von dem so, so genial. Und ich habe, glaube ich, das Gel habe ich noch als Original daheim. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieselbe war, wo ich die Probe hatte, aber ich habe das Gel zu Hause. Und ich benutze gerade aktuell die Maske davon. Ich liebe diese Joghurt-Reihe. Die Reinigung habe ich ja auch noch und ich hoffe, dass ich die bald wieder verwenden kann, weil ich habe zwei Reinigungen offen. Na, drei. Und ich habe einen echten Druck, die aufzubrauchen, bis ich in die neue Wohnung komme. Also das wird noch interessant werden. So viel war es doch nicht im September. Ich habe mir einbildet, das war mehr. Oder ich bin einfach zu schnell. Das kann auch sein. Aber es ist nicht so viel, wie ich dachte. Also, egal. Ich habe ein Make-up leer gemacht. Das war von Hypoallergenic, das Nude and Moisture Make-up. Es war okay, aber das gibt es ja auch leider nicht mehr. Das war so eine Limited Edition von diesem Blatt hier. Fand ich gut, ich habe aber noch ein anderes. Ich habe die 1 habe ich aufgebraucht und ich habe auch noch die 2 zu Hause. Und ich finde, die passen beide komischerweise, aber eher im Sommer. Deswegen habe ich mir gedacht, ich
brauche das auf, weil ich habe das dann auch schon ausgekratzt und so gut es geht alles benutzt, was rausging, aber jetzt reicht's mir. Ich habe mir das auch nicht selber gekauft, das war ein Tester einmal. Ja, aber sie war gut, sie war wirklich gut. Ich glaube, Hypoallergenik muss ich mir mal wieder genauer mal anschauen, weil die Lipliner sind auch nicht schlecht. Von Primark habe ich eine Maske aufgebracht, das war diese Bubble Blueberry Maske. Fand ich okay, würde ich mir aber nicht mehr nachkaufen. Habe ich euch eh in irgendeinem Video, habe ich euch das eh erzählt, warum. Weil ich einfach finde, dass die Primark-Sachen, ja, die finde ich nicht so gut wie andere. Deswegen spare ich mir lieber das Geld und kaufe mir was anderes dafür. So, einmal die Chocolate Dream Augenpads habe ich aufgebraucht, diese Hydrogel. Mir war da der Duft zu künstlich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe leider noch ein paar Backups davon. Mir ist da aber ein bisschen der Duft zu künstlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so begeistert bin ich von denen nicht. Aber ja, ist okay der Duft, aber es ist wirklich sehr, sehr künstlich. Gott sei Dank habe ich diese Bodylotion hier aufgebraucht, weil die hat mich ja zu Tode genervt. Die war so extrem flüssig und ich mag keine Annemarie Berlin Produkte. Wer mich kennt, weiß das schon. Hab die mir aber einbilde, weil das halt eine Melone Edition war. Ich meine, ich habe davon eh den Tester bekommen von der Arbeit, weil die eine Kollegin hat gesagt, willst du den nicht haben? Frag mal, ob du den haben darfst, weil das ist mit Wassermelone und du liebst Wassermelone. Ja, mir ist der Duft sehr auf die Nerven gegangen nach einer Zeit. Es hat wieder diese weiße Schlieren hinterlassen. Ganz, ganz furchtbar. Mag ich überhaupt nicht. War ja Limited Edition, aber Berlin und ich, nein. Also ich habe zwei Lancôme-Masken aufgebraucht. Einmal die für die Augen und einmal die fürs Gesicht. Die Lancôme mag ich ehrlich gesagt gar nicht. Die fürs Gesicht war sehr interessant. Aber ist sehr teuer, also würde ich mir die exakt nicht nachkaufen, weil da kann ich die ganz normalen Augenpads auch verwenden. Ich vermisse ja die von Balea, diese Kokos. Ich glaube, da habe ich noch eine einzige, die was man auch komplett übers Gesicht geben hat können, so wie die von Lancôme. Und die mag ich vom Duft her einfach nicht. Ich finde auch die andere, die für die Augen, ich hole sie jetzt nochmal. Komm her. Also beide haben furchtbar gerochen. Bei mir steht da auch noch neu drauf, die ist schon lange nicht mehr neu. Beide haben sehr grauslich gerochen und ich mochte die irgendwie nicht. Mir hat das jetzt irgendwie nicht den Effekt gegeben, dass ich jetzt sage, okay, die brauche ich jetzt unbedingt nochmal, weil ich glaube, die, da stehen leider keine Preise drauf, da ist der Preis leider runtergegangen, aber die, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel die kosten, aber die waren sehr, sehr teuer. Und das ist, zahlt sich ehrlich gesagt für mich nicht aus, dass ich mir da so teure Masken kaufe, obwohl die günstigen es auch tun. Zwei von Action, von denen ich sehr enttäuscht bin. Ich habe einmal die mit dem Löwen aufgebraucht und einmal diese mit dem Cupcakes drauf. Da mag ich den Duft einfach nicht. Ich finde den Duft einfach furchtbar künstlich. Die gehen bei mir gar nicht. Also die werde ich mir auf gar keinen Fall nochmal nachkaufen. Die fand ich vom Duft auch so meh. Und das Problem war, dass sie beim Kinn sich die ganze Zeit gelöst hat. Ich meine, das mag ich gar nicht. Das ist mir zu mühsam. Deswegen würde ich mir die nicht nochmal nachkaufen. Ich habe auch, glaube ich, noch einen und ich werde sie, glaube ich, dass sie liegen geben. Ich kann sie schon aufheben für Weihnachten oder so. Oder für den Geburtstag oder sowas. Kommt drauf an. Kann sich die Lynn dann überraschen lassen, weil ich weiß, sie schaut meine Videos. Aber Lynn, dann bist du schon mal vorgewarnt. Weil ich fand sie witzig, aber das hat mich so genervt, dass sich das da unten so löst. Das ging gar nicht. Welche ich aber gut fand, war die von The Mask Doctor. Die Kollagen, die war wirklich gut. Ich habe die anderen auch noch und bin wirklich gespannt, wie die sind. Weil die fand ich sehr gut. Aber wie gesagt, ich würde mir das jetzt ehrlich gesagt nicht nachkaufen dabei, weil ich eh noch so viel andere Sachen habe. Dann habe ich von Claire's, oder wie die Marke da heißt, einen Toner aufgebraucht. War ganz okay, aber würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Eine Ingwer-Ampulle habe ich noch leer gemacht. Dann habe ich noch zwei Proben leer gemacht. Einmal von Clinique das Konzentrat. Ich hoffe, das kann man ein bisschen erkennen. Jetzt da. Das Konzentrat, ich mag es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum ich es immer wieder benutze. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt die Sachen auch, die ich schon mal verwendet habe und die ich nicht mag, werde ich einfach mal auf die Seite geben. Für Geschenke, sonst was. Weil das gehört auch auf jeden Fall definitiv dazu, zu einem Produkt, was ich überhaupt nicht mag und ich habe es wieder verwendet. Verstehe ich nicht. Einen Lichtschutzfaktor habe ich auch aufgebraucht. Den fand ich okay. Es war nur so eine Einmalanwendung. Er war gut. Aber ich mag den von Clarins lieber. Da gibt es auch so einen Lichtschutzfaktor, was man verwenden kann. So.
noch zwei Duschprodukte habe ich leer gemacht. Einmal von Lavazon den Duschschaum, das war jetzt mein letzter leider. Ich habe den so geliebt. Für den Sommer war das so mein Must-Have irgendwie. Und jetzt habe ich leider kein Backup mehr, aber ja, ich werde es überleben. Er war gut, das ist einer, den ich mir fix wieder nachkaufen würde, wenn es wieder eine Limited Edition gibt, weil der war wirklich gut. Aber ja, gibt es leider nicht mehr. Traue ich echt hinterher, weil den fand ich gut. Mein Schnelltrockner-Spray habe ich wieder aufgebraucht, aber diesmal nur einen. Da war ich sehr mau. Aber ich habe sie ja jetzt auch nicht lackiert. Von Balea, von dieser 25 Jahre, dieses Zuckerschnute-Duschgel habe ich auch leer gemacht. Ich mag das. Ich finde das mega. Das hat so richtig jetzt in die kalte Jahreszeit passt und ich muss wirklich meine Duschgele jetzt anpassen an Herbst, Winter, weil das war mega. So, was haben wir dann noch? Ich habe so gut es geht auch Bodylotions verwendet. Ihr habt sie gesehen, ich habe 4 insgesamt benutzt, weil das war auch eine Bodylotion, genau. Da brauche ich eigentlich eh nicht mehr viel sagen. Ich habe noch eine gefunden und habe die jetzt halt verwendet. Und ich habe die auch mit im Bad Ischl und in Budapest gehabt. Und ich fand die mega gut, die Ayurveda von Rituals. Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich weniger habe. So, bleiben wir kurz bei Bodylotions. Ich habe mir die Körperbutter von Alverde wieder mal gekauft und habe mir die sofort eingebildet, dass ich sie jetzt sofort mitnehme und dann sofort verwende, weil ich wissen wollte, ob ich die noch mag. Ich weiß ja nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Ich habe die wirklich gehypt und habe die geliebt am Anfang von meiner YouTube-Zeit. Ich habe den Duft geliebt, die Textur, alles habe ich von dem Ding geliebt und ich habe mir gedacht, okay, nimm sie die mal in klein mit und probier sie mal, bevor du sie dir in groß nachkaufst. Und gut war's. Ich mag die überhaupt nicht mehr. Den Duft liebe ich. Der Duft ist Gott sei Dank gleich geblieben. Also der erinnert mich so am Anfang von meiner YouTube-Zeit. Und ich habe den Duft wirklich, wirklich geliebt. Aber diese Bodybutter ging mir so auf die Nerven. Es hat so lange gebraucht, bis ich die eingearbeitet habe in die Haut. Und wenn ich dann zu viel erwischt habe, war ich komplett weiß. Furchtbares Ding. Ganz, ganz furchtbar. Ich liebe den Duft noch immer. Weil das hat so einen Erinnerungseffekt. Das erinnert mich total an früher. Na, das ist ja Nostalgie pur, aber ich würde sie mir nicht nochmal nachkaufen. Ich bin wirklich schwer enttäuscht von der. Seit die Textur, glaube ich, verändert haben, fand ich die ganz, ganz schrecklich. Würde ich mir fix nicht mehr nachkaufen. Da kaufe ich mir lieber wieder von Rituals was oder von The Body Shop. Aber die würde ich mir niemals leider nachkaufen. So, zweimal die Glow-Ampulle habe ich noch einmal aufgebraucht. Das ist ein Wahnsinn. Deswegen zeige ich euch die nur kurz, weil die kann man erstens eh nicht mehr nachkaufen und ihr kennt sie ja eh schon auswendig. Ich habe eine Maske von Ahava aufgebraucht. Das war auch eine Probe. Die war gut. Die war wirklich gut. Aber wie gesagt, ich habe leider zu viele Masken, deswegen würde ich die mir jetzt mal nicht nachkaufen. Aber sie war gut. Wer halt ein bisschen mehr Geld ausgeben will für eine Feuchtigkeitsmaske, kann das gerne mal probieren. Aber ich habe so viel. Deswegen, ich kann nicht sagen, ich kaufe mal was nach, wenn ich so viel Zeug habe. So, nochmal von Cardia Vera, von dieser Limited Edition, habe ich die Augenpads aufgebraucht. Die gibt es ja leider nicht mehr, aber ich liebe die. Auch Limited Edition, was es nicht mehr gibt, meine Kaffee-Peeling-Maske, die habe ich auch so gerne verwendet. Die mag ich auch noch immer, weil das war, glaube ich, auch in der Zeit, wo es das Peeling gab. Und die mag ich noch immer. Ich muss mal schauen, ob die ein Ablaufdatum haben, weil wenn ja, sollte ich die nach der Reihe jetzt mal aufbrauchen. Weil aufheben für immer kann man das ja auch nicht. So, 2 Badezusätze habe ich noch leer gemacht. Das war einmal der mit den Dalmatinern drauf von Action. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, ich fand den Duft gut. Aber ich kann es nicht mehr ganz, ganz genau sagen. Aber ich habe eh noch ein paar Backups und leider kann ich dann ja nicht mehr baden. Leider. Badeperlen habe ich noch aufgebraucht. Von Balea, die mag ich ja auch sehr gern. 2 Proben habe ich noch leer. Da war einmal das Make-up Forever Bröbchen als Make-up. War das jetzt Deutsch? Die Probe habe ich hier aufgebraucht. Da kann ich aber auch ehrlich gesagt nicht so viel sagen. Ich fand das viel zu dunkel für mich. Ich musste das mit was anderem mischen. Und nein, mochte ich leider nicht. Was ich leider auch nicht mochte und ich habe mich so auf die Probe gefreut, war von Shiseido diese Jutsu Sea Sleeping Mask. Ich fand die leider nicht gut. Mir gefällt sie nicht. Ich würde mir die nicht nachkaufen. Ich wollte mir ja eigentlich kaufen, aber ich habe eh so viel Cremes.
ich würde die mir nicht nachkaufen. Da habe ich ehrlich gesagt mehr erwartet, weil ich fand diese Kügelchen da so spannend, was da drin waren in der Pflege, aber die war leider nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Also nein, danke. So, meine Nivea In-Dusch-Lotion habe ich auch wieder aufgebraucht. Ihr wisst ja, ich liebe dieses Teil. Kaufe ich mir immer wieder nach, brauche ich immer wieder auf. So, vier Sachen, dann haben wir's. Einmal habe ich eine Mascara leer gemacht und ich glaube, da werden mich viele schlagen dafür, aber ich finde die Too Faced Mascara überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht warum, bei mir bröckeln alle immer von den Augen runter, ich verstehe es einfach nicht, aber ich fand die, bei mir ist die auch trocken schon, ich fand die ehrlich gesagt nicht gut. Würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Ich bin froh, dass ich nicht das komplette Geld dafür zahlt habe, sondern dass die um 20 Euro reduziert war. Aber ich würde die mir nicht nochmal nachkaufen, leider. Ich finde die auch sehr, sehr schwer. Die hat ein ganz schönes Gewicht, die Mascara, aber würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Was ich mir aber nachkaufen würde, weil ich fand die echt gut und ich muss mir das Bröbchen auch aufheben, war von Clarins die Calm Essential. Diese Emulsion war das. So eine Pflegecreme fürs Gesicht. Ich glaube, ihr könnt das nicht sehen jetzt. Die war so genial. Ich habe die so geliebt. Die war so angenehm auf der Haut. Und zwar eine richtig gute Make-up-Unterlage. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hormonbedingt meine Haut sich ein bisschen verändert hat und ich nichts Reichhaltiges verwenden kann. Ich habe jetzt aktuell, was habe ich denn gerade in Verwendung? Irgendeine Probe von It Cosmetics habe ich gerade. Die finde ich auch gut, aber wie gesagt, seht ihr dann im nächsten Aufgebraucht-Video. Die finde ich gar nicht schlecht. Das Problem ist nur, It Cosmetics, glaube ich, gibt es ja bei uns gar nicht, die Gesichtspflege, oder? Bilde ich mir jetzt gerade ein. Aber sie ist nicht schlecht, aber egal. Dazu im nächsten Aufgebraucht-Video mehr. Die hier fand ich mega gut. Sie ist zwar auch sehr teuer, aber ich fand die gut als Make-up-Unterlage. Sie ist super schön nail eins und hat einen mega guten Geruch gehabt. Und ich habe jetzt gerade aktuell, wie gesagt, ich bin jetzt voll vom Thema abgekommen, ich habe jetzt diese It Cosmetics für morgens und die Everplump für abends. Und die ist mir am Abend sogar manchmal zu viel, die Everplump. Also ja, obwohl ich die ja so gern benutzt habe, aber ich werde sie jetzt natürlich weiterverwenden. Vielleicht muss ich nur weniger nehmen. Ich glaube, ich erwische vielleicht immer zu viel. Oder das ist das Serum, was ich in Kombi verwende. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich weniger habe, irgendwann einmal würde ich mir die von Clarins auf jeden Fall nachkaufen, weil die war mega gut. So. Zwei Parfums habe ich noch leer gemacht. Bei den einen hier muss ich sagen, der stand am WC bei mir, weil der ist gekippt. Das war von Yves Saint Laurent, der Parisienne, glaube ich. Ich traurig, dass ich den so hinhalten muss und dann sagen muss, dass ich den am WC stehen gehabt habe. Der war komplett voll. Ich habe mich so gefreut, dass ich ihn damals bekommen habe und dann ist er bei mir gekippt. Nach ein paar Wochen dann war er dann kaputt und da war ich so traurig darüber. Da war ich wirklich traurig darüber. Fürs WC war er aber perfekt, weil diese kaputten Düfte übertönen einfach jeden Gestank, was ihr wollt. Deswegen, wenn ich nochmal ein paar kaputt erwischen würde oder eines von meiner Sammlung kaputt geben würde, würde ich es aufs WC stellen. So ist es nicht, kommt es nicht voll weg und die Sache ist sich erledigt. Aber den gibt es ja auch leider nicht mehr. Deswegen will ich auch nicht so viel dazu sagen. Ich habe gedacht, ich zeige ihn euch trotzdem im Aufgebraucht-Video, weil der hat sehr lange gehalten. Also fürs WC war der echt Bombe. Endlich habe ich dieses hier aufgebraucht. Das ist von John Galliano, dieser Briefduft. Ich kann mir noch immer nicht merken, wie der Duft selber heißt, aber John Galliano ist die Marke. Ich liebe den noch immer. Ich habe noch ein paar Backups. Ich finde aber, dass es eher so ein Frühlingsduft ist. Der passt jetzt in die Jahreszeit überhaupt nicht rein. Aber der ist geil. Der ist trotzdem sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich habe die große Variante auch aufgebraucht. Ihr habt sie in einem der letzten Videos gesehen. Jetzt ist meine kleine Variante leer. Ich habe Gott sei Dank noch, wie gesagt, ein paar Backups, aber den würde ich eher im Frühling wieder verwenden. Weil wenn ich da so rieche dran, denke ich wirklich hauptsächlich an Frühling. Ich habe den noch in der Arbeit mitgehabt und dort verwendet, weil da war nicht mehr viel drin und ich wollte ihn endlich aufbrauchen. Wenn man halt einen Duft halt nicht täglich verwendet, merkt man wirklich, wie lange man den eigentlich hat. Und wenn man den täglich verwendet, merkt man den Unterschied, dass man da echt schneller damit leer. Also dass er schneller dann leer wird, wenn man wirklich die täglich verwendet. Und ich habe ja echt viele noch offen. Ja. Weil ich auch verschiedene die ganze Zeit verwende. Ich habe auch noch einen, der jetzt mühsam ist. Der geht jetzt aber auch bald leer. Schauen wir mal. Aber den
habe ich ja Gott sei Dank noch als Backup und den gibt es ja, glaube ich, leider nur noch auf Amazon. Da gibt es ja viele verschiedene. Es gibt einen mit einer grünen Flüssigkeit und ich hatte den mit der rosanen Flüssigkeit. Ich bin froh, dass ich noch so viele Backups habe, weil kaufen würde ich ihn mir dabei. Ich würde ihn schon kaufen, aber ich habe so viel. Das ist ja das Problem. Ich weiß auch gar nicht aktuell, wie viele Backups ich von dem habe, aber was Schluck auf. Ah, ich finde ihn gut. Der ist so gut. Ich werde den echt vermissen. Weil der war ein echt, echt guter Duft. Aber ich kann ja nicht alles dauernd aufheben. Das geht nicht. Oder bunkern des Todes oder so. Aber der war wirklich gut. Jetzt geht er mal ab, merkt man, oder? Also kaum Zeit. Manchmal nerven mich ein paar Düfte. Ich meine, der hat mich jetzt nicht genervt, aber ich wollte ihn einfach leer machen. Manchmal nerven mich ein paar Düfte und dann, wenn ich ihn dann aber trotzdem im aufgebrauchten Video zeige und dann nochmal rieche, dann gehen die mir irgendwie ab. Aber ja, besonders wenn ich die am Anfang des Monats leer gemacht habe. Aber der ist und bleibt einer meiner Lieblinge. Ist einfach so. Also das ist ein Duft, den liebe ich. Und wenn ich irgendwann einmal nicht mehr drankommen kann, ist das echt eine Schande. Weil das ist einer meiner absoluten Lieblinge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf die Sachen, die ich leer gemacht habe. Es war schon ein bisschen was, würde ich jetzt meinen. Hätte noch ein bisschen mehr sein können, aber mehr geht immer. Mit dem Nachkaufen, ich glaube, ich habe ein paar Sachen schon, die ich jetzt noch auf der Seite lasse. Vielleicht für das erste Video in der neuen Wohnung. Ich weiß nicht, ob das dann unbedingt ein Haul sein soll, aber ich überlege gerade, ob ich dann vielleicht doch als erstes Video, so wie immer, ein Haul-Video in der neuen Wohnung drehe. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen, die würde ich mir gerne auf die Seite geben. Aber gucken wir mal, ob ich das bis dahin aushalte. Wenn ja, seht ihr das Haul-Video eh. Wenn nicht, seht ihr die Sachen dann in ein Aufgebraucht-Video. Weil so viel ist es nicht und es waren eher Dinge, die ich ja sowieso gebraucht habe. Aber lasst mich überraschen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!